Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Ejo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch das noch gar nicht verraten. Ich habe vor, ich glaube, 6-7 Monaten habe ich die Lootboxen für mich entdeckt und habe mir ewig lange überlegt, ob ich mir eine bestellen soll oder nicht. Und letzten Monat habe ich es getan und ich habe es sogar zweimal getan. Aber wir kommen gleich zur ersten Box, die ist heute angekommen, die von Get Digital. Ja. Sind, glaube ich, mitunter die bekanntesten, glaube ich. Haben aber auch richtig geilen Stuff drin und ich bin schon echt gespannt, was drin ist. Deswegen fangen wir gleich mal an aufzumachen. Ich bin echt mega gespannt. Also hier bei der Box handelt es sich um die 25-Euro-Version, ist die XL sozusagen. Es gibt noch ein Upgrade für 10 Euro, was man machen kann. Das habe ich jetzt nicht dazu, weil ich brauche auch nicht so viel. Aber T-Shirt sollte dabei sein und ich glaube 5 oder 6 sonstige Gegenstände noch. Aber lassen wir uns überraschen. So, geht auf. Okay, das kommt mir schon entgegengesprungen. Also wir haben, okay, das ist cool. Das ist cool verpackt. Das Paket sieht so klein aus, ja, aber es ist echt viel drin. Es ist vollgestopft, das ist cool. Also wir fangen echt an damit. Ein paar Socken. Press space to jump steht da drauf, ja. Hier. Und meine Größe, muss man auch angeben, ja. Schuhgröße und sonstiges, immer ganz, ganz wichtig. Aber ist lustig. Okay, Socken haben wir. Dann kommt's, was mir echt jetzt gerade schon mega taugt. Ein T-Shirt. Oh, das ist geil. Das ist cool. Schaut es euch einfach mal selber an. Halt, komm her. So, da ist der Yoshi drauf. Der Mario, Luigi und die Peach sind im Auto und werden gejagt. Das sieht echt verdammt geil aus. Geiles T-Shirt. Und darum muss ich sagen, feiere ich die Lootboxen so, weil sowas würdest du dir persönlich nie selber kaufen. So, da würdest du gar nicht drauf, würdest du gar nicht dran denken. Du stehst im Laden und denkst so, hey, cooles T-Shirt, aber das brauchst du ja eh nicht eigentlich. Aber wenn du es hast, bist du dann doch stolz drauf. Und genau deswegen finde ich Lootboxen geil, weil du bekommst die Sachen, die du dir eigentlich nicht kaufen würdest, aber haben willst. Gut, dann geht's weiter. Hier ist was Kleines. Oh, da ist ja voll viel drin, Mann. Okay, wir haben hier einmal von Marvel Guardians of the Galaxy. Collect them all von Funko. Funko ist ein bekannter natürlich, wenn ihr schon andere Unboxings gesehen habt oder eben auch sammelt. Da gibt es diese Figuren mit Bubblehead, die so wackeln, ja, so mit Wackelkopf. Und davon ist das wohl eine Sammelfigur in klein. Wir machen es einfach mal auf, würde ich sagen. Machen es einfach direkt auf, wenn es aufgeht. Ja, das ist eine Anleitung dazu oder Sammelheft und eine Figur. Ja, eine kleine Sammelfigur. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Figur heißt sozusagen, weil habe ich nie angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Aber hier drauf sehe ich gerade, dass es eine Exklusive ist, die wir haben, glaube ich. Muss ich gleich nochmal genau anschauen, das Gesicht. So. Nein, leider doch nicht die Exklusive. Ist die 1.12 heißt die Version. Ja, aber trotzdem ganz cool für ein Gaming-Regal. So zum Reinstellen, zack und passt. Das ist ganz nett für nebenbei. Okay, dann geht's weiter. Mit einem Getränk, mit einer Dose. Milky's Original Neu. Aha, ist auf jeden Fall nichts Deutsches. Steht nichts Deutsches drauf. Okay. Vielleicht finde ich da was. Wasser. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Probieren wir dann am Ende, würde ich sagen. Probieren wir gleich aus. Nur so zum Anschauen vielleicht nochmal Milky's. So, Milky's. Da habt ihr es auch mal gesehen. Wie es schmeckt, ich lasse mich überraschen. Ganz einfach. Gut, dann haben wir nochmal. Da ist so viel drin. Das Paket sieht so klein aus. Ich muss ehrlich sagen davor, ich war leicht enttäuscht, als das Paket kam, weil es ist ja mein erstes.
Und ich war echt enttäuscht, weil ich dachte so, hey, bei den anderen sieht es viel größer aus. Aber jetzt verstehe ich, warum das auch so klein ist. Ist einfach gut verpackt. So, jetzt kommt ein Artikel von Nintendo. Mario Kart 8 steht drauf. Each pack contains one character, 8 to collect. Wahrscheinlich Mario Kart 8 Figuren. Ja, jetzt wenn ich hinten drauf schaue, ich zeig's in die Kamera, das ist besser. Mario Kart 8 Figuren, wenn man hinten drauf schaut, sieht man die Figuren mit den Karts. Auch ganz nett. Schauen wir gleich rein, ich muss alles aufmachen. So. Ja, nice, okay, ich hab schon reingelurrt. Das ist nochmal schön verpackt. So, andersrum vielleicht. Ja. Ach ja, cool. Das ist wie so ein Anhänger. Das ist jetzt Luigi in dem Fall. Mit einem kleinen Anhänger, wo man dann eben am Schlüsselbund oder irgendwo ranmachen kann. Sehr geil. Sehr geil. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe schon so ein Ding an meinem Mikrofon hängen, aber noch eins hält es nicht aus. Aber auch schön fürs Gamer-Regal. Genauso. Okay, dann geht's weiter. Schrödingers Salz- und Pfefferstreuer. Das ist cool. Das ist verdammt cool. Weißt ja nicht, ob Salz noch drin ist oder Pfeffer, bis du gestreut hast, ne? Ey, das ist... So, da seht ihr nochmal die Nahaufnahme. Schrödingers Salz- und Pfefferstreuer hinten drauf. In Schrödingers berühmten Gedankenexperiment geht es um quantenmechanisches Paradoxon, bei dem eine Katze in einer geschlossenen Box in einem Zustand gebracht wird, in dem sie gleich lebendig und tot ist. Dieser Zustand bleibt bestehen, bis die Box geöffnet wird. Die Idee hinter diesem Salz- und Pfefferstreuer ist ähnlich, sie enthalten quasi Salz und Pfeffer gleichzeitig. Erst durch Streuen wird entschieden, was sich im Inneren befindet. Ist das nur einer? Nein, oder? Ach lol, jetzt sehe ich es, da steht Pfeffer und Salz und Pfeffer drauf. Als ob. Okay, ich muss es kurz aufmachen, das müssen wir uns echt genau anschauen. So. Hey, die sind sogar recht groß. Einmal. Und, na komm her, zweimal. So, dann gehen wir gleich mal in die Nahaufnahme, würde ich sagen. Da haben wir einmal hier den Pfeffer und Salz und einmal daneben den Salz und Pfeffer. Echt lustig. Verdammt lustig. Coole Idee. Die werden auf jeden Fall benutzt. Und unten sogar ein Original Get Digital Produkt sehe ich gerade. Ist extra unten nochmal drauf. Sehr nice. Ist eine coole Idee. Gut, dann das auch auf die Seite. So, was haben wir hier? Etwas in Papier eingepackt. Oh, mir kommt was entgegengeflogen. So, was haben wir hier? Schrödingers Cat ist... Lol. Auch was von Schrödingers Katze. Sehr cool geschrieben. So, die Nahaufnahme ist schon praktisch für euch. Ihr seht das besser. Okay, Wandsticker als Steckdose. Du brauchst eine Steckdose? Hier. Das ist halt schon... Das ist schon echt lustig, Mann. Das ist echt cool. Und hier ist noch, ja, den werde ich jetzt nicht auspacken. Nochmal kurz für die Nahaufnahme. Ein kleiner Pin zum Anstecken. Nichts Besonderes eigentlich. So Pin, also sowas mochte ich noch nie, so Buttons, Pins. Lol. Okay. Das ist geil. Das ist geil. Ein Warcraft Legends Band 2. Sozusagen, ja, ein Comic-Heft. Sozusagen sehr geil. Auch wenn man reinschaut. Warte, da ist was rausgefallen gerade. Was ist da rausgefallen? Manga-Kult. Eine Karte, okay. Wenn man dann reinschaut, ja, ist halt wirklich ein Manga, den man eigentlich von rechts nach links liest, wenn ich... Wenn es ein japanischer wäre. Nein, in dem Fall nicht. Okay, ja, so. Ziemlich geil gezeichnet, muss man sagen. Ziemlich coole Zeichnungen drin. Taugt auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall durchlesen und kommt in mein Regal. So, sehr geil. Und dann haben wir noch zu guter Letzt das Heftchen
wo immer alles drin steht. Da werden wir auch gleich nachgucken, was der Wert ist von den ganzen Sachen. So, dann haben wir hier das Shirt Jurassic Card, heißt das T-Shirt, was ich euch gezeigt habe am Anfang. Kostet 17,95. Ist ein akzeptabler Preis auf jeden Fall für ein T-Shirt. Dann haben wir einmal den Manga, Warcraft Manga, 10 Euro. Ist auch ein regulärer Preis, kostet eigentlich jedes Heftchen, was ich da so gekauft habe. Schrödingers Salz- und Pfefferstreuer, 20 Euro für das Set. Ist auch okay. Würde ich mir jetzt, wie gesagt, nie selber kaufen, aber ist ein akzeptabler Preis. Die Socken sind bei 12 Euro. Und dann haben wir den Pin für 1,45. Die Mini Guardian of the Galaxy Figur, 5 Euro. Mario Kart Figur, 5,95 Euro. Die Steckdosenaufkleber, die drei Stück, kosten 1,95 Euro. Und... So, dann haben wir hier, hier steht Lotte Milky Dose. Diese Limonade von Lotte ist in Korea und anderen Ländern in Asien genauso berühmt und beliebt wie eine Fanta bei uns. Um ihn richtig genießen zu können, sollte der Drink unbedingt gekühlt werden. Achtung, da diese Dose Milchprodukte enthält, muss sie möglichst bald verzehrt werden. Okay, dann muss ich sagen, die Dose ist jetzt nicht so kalt. Ich werde die über Nacht in den Kühlschrank stellen und werde euch berichten beim nächsten Video, wie sie geschmeckt hat. Ich hoffe, das reicht euch. Und dann sehe ich gerade noch, wenn man das Upgrade gemacht hätte, wo ich gesagt habe, dass es 10 Euro mehr kostet, dann wäre noch der Zauberstab von Severus Snape drin gewesen, als Kugelschreiber. Sehr geiles Gadget. Und eine Falttasche zum Einkaufen oder so. Gut. Aber für den Zauberstab hätte es sich jetzt nicht gelohnt für mich, meiner Meinung nach. Also kann sein, dass manche Leute drauf stehen. Und... Loot-Shirt ohne Lootbox, genau, Loot-Shirt ohne Lootbox kann man sich auch bestellen, kostet dann eben 12,95. Ist halt die Ersparnis nicht so groß, wie als wenn du natürlich eine ganze Box bestellst. Aber ja, wenn ihr Bock habt auf eine eigene Box, gar kein Problem, Link ist unten in der Beschreibung, einfach draufklicken, gucken, was ihr für Boxen wollt oder ob ihr jetzt sagt, okay, ich will nur für einen Monat oder ich will das 12 Monate Abo. Also ich habe jetzt das 12 Monate Abo gemacht, das kostet 25 Euro und ich glaube einmalig bist du dann bei, ich glaube knappe 30 Euro. Müsste ich aber nochmal genau nachschauen, ich will jetzt auch nicht lügen. Lohnt sich aber auf jeden Fall, sehr geile Sachen drin gewesen und freue mich schon auf nächsten Monat. Okay, wenn irgendwas ist, meldet euch in den Kommentaren, ich beantworte gerne eure Fragen und wie gesagt, Box gibt es unten in der Beschreibung. In dem Sinn, haut da rein, danke fürs Zugucken und... Ich stelle Milchis in den Kühlschrank. Ciao. War gut. Dieser gut. Ja, das ist gut. Ja, lass ich drum. Habe ich mir auch gerade überlegt.